Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon hinter mir seht, wir haben Schnee. Gut, zu meiner Verteidigung, der Schnee liegt mittlerweile auch schon eine Woche da. Deswegen ist es vielleicht auch nicht mehr so ideal heute zum RC-Fahren eigentlich. Weil es in der Zwischenzeit leider auch schon ein bisschen drauf geregnet hat. Das heißt, es ist ziemlich matschig. Und man sieht es auch am Revo, ich bin gerade schon eine kleine Runde gefahren. Ich wollte das gleich schon mal ein bisschen testen. Aber sofort ich hier reinfahre, fahre ich mich fest. Das heißt, das wird heute auf jeden Fall spaßig. Für alle, die meinen, kauft ihr doch Sandpedals. Ich habe schon welche bestellt, sogar vor einer Woche schon. Aber ja, wie soll ich sagen, die Artikel sind verlagernd bei dem Shop, wo ich sie immer kaufe. Nur, ja, ich weiß, ich kenne den Typen halt auch. Jetzt vor Weihnachten ist halt, wie soll ich sagen, will halt natürlich jeder einen neuen RC-Kram haben zu Weihnachten. Das heißt, ja, ist eine Katastrophe, lieferzeitmäßig. Ich hoffe natürlich, die kommen noch. Bevor der Schnee weg ist. Das wäre auf jeden Fall geil. Und falls ich die Pedals erst bekomme, wenn der Schnee wieder weg ist, auch egal, dann werden wir im Sommer ein bisschen Steinbruch-Kiesgrube ballern. Denn dafür sind die Sandpedals ja auch eigentlich gedacht, dass man ein bisschen auf Sand fährt. Nur halt, sie erfüllen auch ihren Zweck einfach perfekt im Schnee. Ich hätte gesagt, wir reden jetzt nicht mehr lang, sondern wir springen jetzt direkt in die Slow-Mo-Aufnahmen und gucken mal, wie weit wir heute mit dem Revo kommen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Denn 87% der Leute, die meine Videos gucken, haben noch nicht abonniert. Tut das doch bitte, denn für euch ist es sowieso kostenlos. Und ihr würdet mich so extrem supporten, denn ich will mein Ziel irgendwann doch mal erreichen. Denn, ja, wie soll ich sagen, so 10.000 Abos hätte ich schon mal noch mal gerne auf YouTube. Das wäre zumindest schon geil. Aber wie gesagt, brauchen tue ich es eh nicht. Denn ich mache die Videos ja eigentlich eh nur hobbymäßig, weil ich selber Bock habe, zum Beispiel solche RC-Videos zu schneiden. Aber ja, wäre natürlich lieb, wenn ihr trotzdem abonnieren würdet. Und ich habe gesagt, wir springen jetzt weiter. Thank you.
Ja, Leute, und das soll es dann für dieses Video auch schon wieder gewesen sein, denn ich denke mal, ihr habt es gesehen. Ich meine, ich habe es eh schon erwähnt, ich habe mir eh schon Sandpedals bestellt. Nur ist halt so das Problem, die sind noch nicht angekommen und mit meinen normalen Badlands auf diesem extrem matschigen Schnee. Ja, es hat halt die letzten Tage auch noch ein bisschen geregnet zum Schnee. Jetzt natürlich wieder bestes Wetter. Aber ja, du fährst dich hier die ganze Zeit fest und ich muss schon sagen, es ist nervig. Also ich bin jetzt einen Akku durchgeballert und muss schon sagen, macht schon wieder Bock im Schneefahren. Nur, ja, ich glaube, ich brauche wirklich Pedals. Ich hoffe mal, mit den Pedals funktioniert es dann. Und ja, nur halt vor Weihnachten Lieferzeiten von so RC-Sachen ein bisschen schwierig, weil natürlich jeder jetzt bestellt für Weihnachten. Und bei meinem Glück aktuell, bis die Pedals da sind, ist der Schnee weg. Das ist echt so eine aktuelle Katastrophe. Aber egal, hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Und wie ihr seht, ist auf jeden Fall mein Revo schön eingesaut. Das heißt, ich fahre jetzt mal in die Garage und putze ein klein bisschen vom Schnee frei. Denn ja, will ich ihn doch so nicht zu Hause irgendwo hinstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe mal, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar geile Slow-Mo-Action-Aufnahmen dabei. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ihr wisst es eh, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Denn 87% der Leute, die meine Videos gucken, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Finde ich extrem schade. Tut das einfach bitte. Denn für euch ist es sowieso kostenlos und so supportet ihr mich extrem. Und ich hätte jetzt gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Hier hinter mir gerade schön mit der schönen Sonne. Wahrscheinlich Belichtung gerade Katastrophe, aber egal. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Start. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute. Yeah.